Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Soma. Ich habe schon so lange und ich habe es auch schon mal angezockt, habe mich aber nie ganz dran getraut und jetzt kommt es einfach. Normal, was gibt's noch? Sicher. Monster sind gefährlich, natürlich, ich muss schleichen, dein Gehirn einsetzen, um zu leben, so wird das Spiel entworfen. Monster sind weithin gruselig, aber nicht tödlich. Schleichen ist nicht nötig. Oh. Ich bin erst echt am Überlegen. Ich bin nicht der Schleicher und ich bin sehr schnell frustriert. Wir machen es auf sicher. Komm, ist doch egal. Zack. Ja. Warum nicht auf einfach spielen? Ich spiele gerne auf einfach. Warum ich mich jetzt hier so verschluckt habe, weiß ich nicht. Und es ist ein Storyspiel. Die Geschicklichkeit und das Schleichen ist da so dermaßen zweitrangig. Realität ist das, was nicht verschwindet, wenn man aufhört, daran zu glauben. Philip K. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Christ, this is nicht schön. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. So. Sehr gut. Stehen wir mal auf, oder? Ja. Oh. Das ist richtig, ja. Das ist so geil. Where did I put the tracer fluid? Na, kann ich dich da wieder hochkriegen? Na gut. Was haben wir hier? Was zum Lesen? Errüchne wieder die liebe Mama. Ich kann es noch ein bisschen beim Mikrofon. So. Genau. Ja. Wow. Summer's coming. Hope it's a good one. Tja. Radioactive tracer fluid. Where are you? Wo ist denn das liebe... Ist das. Seht ihr das auch? Ich weiß es nicht. Das stört mich jetzt gerade ein bisschen. Ist das an? Ich muss ganz kurz mal ins Menü. Das hat also nichts geholfen.
Ah ja. Dann Pizza. Einfach machen wir ein bisschen Unordnung. Das ist so genial. Könnte es denn sein? Nothing but fast food. I should buy something healthier on my way home. Das sehe ich ganz ähnlich. Ist so fantastisch. Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? Mm-hmm. Aha, duschen kann ich nicht. Mann, Mann, Mann. Da haben wir alles durchgeguckt, oder? Ich weiß, dass die Lösung sehr einfach war. Ich mich furchtbar über mich geärgert habe. I really should drink the tracer fluid before I go see Dr. Munchie. Das will ich doch auch. Sollte ich nicht tun. Nochmal. Hier, Trace hat nichts. Ist hier irgendwo ein Medizinschrank? Ich habe das erste Mal auch schon so lange gesucht und ich habe es wieder vergessen. Alles so Standardzeugs, Mann. So. Wo ist das? Haben wir alle schon durch. There it is. Da ist sie doch. Junge Frau kommt bei Unfall im Stadtzentrum ins Leben. Toronto, von ihren Kindern abgelenkt, fuhr gestern eine PKW-Fahrerin bei Rotwell die Kreuzung von Bloor Street und Spadia Road und rammte ein anderes Fahrzeug zeitlich. Die Mutter und ihre Kinder, die in einem robusten SUV waren,
überstand den Unfall mit leichten Verletzungen. Der Unfallgegner hingegen hat nicht so viel Glück. Als das SUV die Beifahrerseite traf, erlitt die 23-jährige Ashley Hale lebensgefährliche Verletzungen und erstickte noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte an Blut in ihren Lungen. Die lebensgefährlichen Fahrer des Wagens, 26-jährige Sam Jarrett, überlebte den Unfall mit wahrscheinlich bleibenden Hirnschäden. Der Fahrer der SUV zufolge handelte sich nicht um einen nicht zu vermeidenden Unfall, der Name wurde nicht von der Polizei veröffentlicht. Tja, und der andere, der Junge, das bin ich. Okay. Rein damit. Ja, mach auf. Feels like oh Gott. Milk, but the taste. It's like sucking on a penny. Ja klar. Das ist die Radioaktivität. So, jetzt kann ich aber raus. Schlüssel habe ich. So, los geht's. Das mit meiner Stimme ist jetzt gerade ein bisschen ärgerlich. Ich habe mich gerade eben noch mal verschluckt und deswegen... Das reizt dann so ein bisschen. Dieses Spiel ist so klasse. Ich kann auch nicht drauf. Aber ist das mit dem... Ich muss das ganz kurz noch mal... Aus. Nein. Entschuldigung. Farbtrennung. Machen wir auch mal aus. Tipps an. Jesse. Simon, what's up? I want to check if you're coming to the store today. Maybe later. I got the brain scan thing, remember? That's today! I knew you'd forget. I'm sorry. Just send me a mail next time. I need these things in writing. You know that. You know how we sell calendars? You should get one. I have one! I just never write anything in it. Maybe I'll swing by later. Depends on how long this scan thing takes. That's cool. I'll just get Chris to help me out. Anyway, we're getting a new minion today. Thought you might want to come by and say hi. Replacing Ashley already? That was quick. No, it really wasn't. We've been understaffed for weeks, and you know it. I guess it's been a while. It really has. Like, a month already? Anyway, get the scan done, get good news from the doctor or whatever, come down to the store, say hi to the new guy, and lunch is on me. Thanks, Jesse. I really appreciate your support. Don't want to replace another minion. That's not funny. It's a little funny. No. No, it's not. Bye, Jesse. See you later. No, it's not. Hi, Dave. Ist das Absicht? Jawohl. Vielleicht. Ich habe es schon ein bisschen weiter wie das hier gespielt. Deswegen wenig Überraschungen für mich bisher, ganz klar. Aber der Grafikfehler nervt. Oder vielleicht soll er Hello? Auch so sein. Dr. Munchie? Where is everyone? Thought this place would be busy. Tja, ist alles ein bisschen tot. Besser. Wir müssen den Code tatsächlich selbst finden. Da können wir nichts holen. Auch kein Code. Aha. Der Code darf nicht in E-Mails oder Textmeldungen. Gut, okay.
Hallo? Zwei, fünf, null, eins. Ah ja. Bin mal gespannt. Die Grafik ist so geil. Wie gesagt, ich kann ja jetzt nicht so tun, als wäre ich weiß Gott wie überrascht über alles. Ja, das ist nicht so furchtbar vertrauenserweckend aus. Aber, ja. Das war klar. Und da ist er. Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie. But I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction. Genau. To help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Mm-hmm. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. So, what exactly are we doing? We're going to do a scan of your brain. Mm-hmm. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study, this will actually help me. Well, I should hope so. Otherwise, this would be a huge waste of time. You know, I have a serious condition, right? You heard about the car crash, the X months to live deal? Yes, I heard. Must be hard having to hear that. As you know, it's because your brain is weakened so much that it can start to bleed every so often. And if it ever gets real bad, it will kill me. Well, we probably can't restore your brain completely, but we should be able to make those X months turn into years, decades even. And if you take care of yourself and don't do anything too crazy, we should be able to get you to outlive the best of us. Das wär's doch. I really hope you're right about this. Me too. This could make a huge difference for how we treat people with brain damage. So, what do you say? Should we get going? Yep. Sure. Let's get started. Take a seat. Ich weiß immer noch nicht, ob es Absicht ist. Und irgendwie in der Aufnahme scheint es nicht zu sein. Ich muss das irgendwann mal genauer testen. Und diese, das hier ist im Prinzip nur der Vorspann. All right. Let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, David Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Genau. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Dieser Satz ist, wenn man das Spiel kennt, echt übel. Die Jahre würde es an der Seele rauben. Was jetzt? Ich wach gleich auf und dann fahre ich wieder nach Hause oder gehe in diese Videothek, glaube ich, ist das, wo ich arbeite. Na. What happened? Oh. Hello? Mr. Munchie? Did something go wrong? Das sieht sehr, 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 sehr seltsam aus. How did I get here? Seltsam. Zum Zugriff Omnitool. Einführen. Was bitte ist ein Omnitool? Keine Ahnung.
Hier geht sehr wenig. Aber ich denke mal, ne?